Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Parktour auf unserem Kanal. Dies ist diesmal keine Parkbewerbung tatsächlich. Ich habe mal bei uns im Discord so ein bisschen rumgeforscht von unseren Followern bei Discord. Dort habe ich mir dann einen Park rausgepickt, den ich damals schon rausgepickt hatte, als wir so angefangen hatten mit Parktouren und so. Dieser Park ist von Samurai, der bei uns auch im Discord ist und auch viele tolle Sachen schon als Fotos hochgeladen hat, wo wir wirklich schon drauf gespannt sind, wenn die mal so bald fertig sind, diese auch euch zu zeigen. Und hier ist ein kleiner Park von ihm selber. Und dieser Park heißt Alpin Park Lün. Und ja, diesen Park möchte ich jetzt mit euch zusammen mal angucken. Auf den ersten Blick sieht er wunderschön aus. Ich bin sehr gespannt. Und vor allem Dingen würde ich mich auch freuen, oder würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin fleißig eure Parkbewerbungen bei uns im Discord hochladet und oder einfügt. Oder reinstellt oder was auch immer oder nur schreibt. Das würde uns auch schon reichen. Wir finden euch schon. Und ja, in diesem Sinne, folgt uns auf Discord. Hier nochmal der Link und der Link zum Video, zum Park, genauso wie der Link zum Discord. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort könnt ihr gerne mal reinschauen. Und in diesem Sinne fangen wir jetzt an und viel Spaß. So, Lün Park. Als allererstes machen wir natürlich hier unseren kurzen Roundabout-Check. also, Alpin Park Lün von Samurai. Könnt ihr dort dann euch auch mal abonnieren und liken und sowas. Mache ich jetzt nämlich auch, habe ich noch gar nicht gemacht. Kurze Beschreibung gibt es zu dem Park, lese ich auch mal kurz vor. Alpin Park Lün ist ein in den Alpen gelegener Freizeitpark, der durch seine Wunderschönheit versucht, im alpine Gebiet Gäste zu ergattern, was auch relativ gut funktioniert. Der Park besteht aus 7 Achterbahnen, 2 Wasserbahnen und 13 Fahrgeschäfte. Benutzername hat auch schon drauf geantwortet und hat den Park bereits schon mal ein Spotlight gemacht. Und wir sind jetzt dann die Nächsten. Ich weiß nicht, wer noch alles diesen Park präsentiert hat, weiß ich jetzt nicht. Aber in diesem Sinne machen wir das jetzt einfach mal. So, wir schauen uns erstmal um. Die ganzen Gäste kommen dann aus diesem Block. Ist ein Szenario-Park. Wir kommen dann hier an. In den schönen Kreisel und dann können wir uns hier auf einem Parkplatz austoben und uns einen Parkplatz ergattern. Da ja noch keiner da ist, haben wir freie Platzwahl. Hier führt noch ein Weg lang, einfach in den Tunnel und dieser Tunnel führt jetzt nichts. Okay, ist ja auch nicht schlimm, aber sie ist dargestellt. Ist auch schon mal schön. Hier hätte man die, entweder ist es mit Absicht, dass die so hoch sind, damit man einfach auch in die Parklücke reinfährt. Oder es ist einfach nicht runtergesetzt worden. Wie ist es hier? Hier sind sie ein bisschen tiefer gesetzt. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja so machen. Und dann kommen wir hier schon rein in den wunderschönen Eingangsbereich. Alpin Park Lün und die Musik ladet uns ja schon recht herzlich ein, diesen Park uns näher zu betrachten. So, Ticketshops gibt es auch. Natürlich vor jedem Eingang Ticket ziehen, wenn nicht schon online getan. Aber ein schönes Schild mit den Bergen hier, finde ich, gefällt mir auch ganz gut. Auch hier beim Kreisel habe ich gar nicht. Ne? Alpin Park Lün. Das L ist jetzt ein bisschen verschwunden, tatsächlich. Aber an sich finde ich ganz schön. Auch hier mit den Boxen, dass das so gemacht worden ist, damit hier auch die Musik ist. Finde ich ganz nett. Das sollen die Berge auch so sein. Das Ü, also die Punkte vom Ü. Hier mit dem kleinen Berg dabei. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir mal hier rein in die Gute. Wow. Ist auch schon ein herrlicher Blick. Dann haben wir hier wunderschöne Schließfächer. Natürlich. Darf nicht fehlen. Schön gemacht. Dann haben wir hier einen tollen Brunnen, der uns hier herzlichst mit Wasser begrüßt.
Dann haben wir hier eine kleine Ecke, finde ich auch ganz nett gemacht. Du kommst hier rein, kannst hier rechts um die Ecke und dann hast du nochmal so ein 2-3 Shops. In dem Fall 2. Wirklich schön, das Kettenkarussell auch in der Mitte. Wir fliegen mal ein bisschen hoch. Hier kann man hier so schön außen rum gehen. Wirklich toll gemacht. Dann haben wir hier natürlich ein Schild. Aktuelle Wartezeiten. Silver Rush, Mining Madness, TNT Blast, Tomahawk, El Condor, Wild West Lift, Rio Grande, La Rueda. Alles 0 Minuten. Sourcepin 15. Drachensturz 25, Milchrad, Wellenreiter 5, Sommerrodelbahn. Ah, ihr seht es ja selber. Also, jetzt sind hier einige Attraktionen. Bin mal gespannt, ob wir alle durchkriegen. Natürlich kriegen wir alle durch. So. Dann haben wir hier eine kleine Hexe. Zauberschweine. Eingang. Entry. Haben wir hier die Zauberschweine. Auch schön gestaltet. Fällt mir auch ganz gut. Schlicht, schlicht und einfach. Dann gehen wir mal weiter hier. Just a momento. Gefällt mir ganz gut, dass das so Doppelshops sind. Hat was. Sonst baut man immer nur so einen Shop, ne? Aber so finde ich ganz gut. So, dann haben wir hier den Ausgang vom Kettenkarussell. Finde ich auch ganz schön, dass die Schilder hier so deutlich zu sehen sind. Gefällt mir ganz gut. Professor Wurz. Spinning Blades. Ein Topspin. Auch schön gemacht. Ganz schlicht. Hier mit dem Gebäude im Hintergrund. Gefällt mir auch ganz gut. Wirklich toll gemacht. Wenn wir da jetzt rausgehen. Ja, finde ich gut. Wenn man hier so steht, kann man den Topspin gar nicht so richtig erkennen. Mir gefällt das richtig gut, dass das so ein bisschen abgedeckt ist von hinten. Gefällt mir richtig gut. Von vorne muss man den sehen und von hinten kann man den ruhig mal verbergen. Aber hier ist gut was los. Ne? Ich habe 4912 Gäste. Oh, schon ordentlich. Und hier erwartet uns schon die erste Achterbahn. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und gehen mal hier auf die Suche. Oh, hier ist richtig was los, ne? Ist ja richtig was los. Aber hier auch super schönes Eingangsgebäude oder Stationsgebäude. Richtig toll. Sourcepin. Schöne Attraktion. Schön. Ja. Sehen wir gleich, ob die schön ist. Schönes Stationsgebäude. Gefällt mir ganz gut. Mit der Kettensäge so im Hintergrund. Ganz cool. Wir drücken P und sagen mal hier Kamera. Natürlich sind wir der Falschen. Die sieht gut aus. Wir nehmen die Augenmerkperspektive und reisen los. Ich mag nicht immer mit dem Spinning Coaster dann mich die ganze Zeit zu drehen. Ich will was sehen von der Bahn. Deswegen spulen wir jetzt hier auch noch ein bisschen was vor und gucken mal. Beim Spinning Coaster ist immer so die Sache zu gucken, wie hart drehe ich mich eigentlich, ne? Und das hier so in Perfektion hinzubekommen, schwierig. Mir gefällt es aber, dass hier die Lampen so mit dabei sind. Nicht perfekt gesetzt, aber gefällt mir ganz gut. Schönes Element. Die Wangwoks drehen sich tatsächlich auch nicht heftig. Also wirklich eine super schöne Fahrt. Der Streckenverlauf gefällt mir auch richtig gut. Klasse. Fahr mal direkt hier mit dem nächsten. Mal gucken, wie schnell wir uns hier drehen. Wir fahren direkt ein zweites Mal. Und da drehen wir uns schon. Perfekt. Ja, so sieht man halt nichts von der Strecke. Ne?
Man sieht viel, nur nicht das, was man sehen möchte. Also für mich zumindest mal. Gut, perfekt. Technische Probleme. Da sind wir ja rechtzeitig eingestiegen. Wir schauen uns die Bahn trotzdem nochmal von oben an. Und obwohl die so eng gebaut ist, kommt das Fahrgefühl gar nicht so auf, dass das hier extrem schnell unterwegs ist. Also wirklich angenehm. Angenehme Fahrt. Auch hier mit dem Loch hier drinne in Beton gegossen. Gefällt mir auch sehr gut. Richtig klasse gemacht. Und der erste Drop, der hat was. Ich finde den sehr interessant, weil es geht in eine Rechts-Links-Kurve rein. Der erste Drop und gefällt mir, ist eine coole Idee. Gefällt mir ganz gut. Die meisten Drops gehen entweder in eine Richtung oder geradeaus runter und hier geht's rechts, links, runter den Berg. Sehr, sehr schön. Schön, das war doch mal schon die erste Achterbahn, die uns richtig gut gefallen hat. Bitte mehr davon. So, auf der anderen Seite ist auch noch mal eine Achterbahn, habe ich gesehen. Also, gehe ich mal von aus. Hexenflug. Hier ist auch gut was los. Wow. Schön, schön. Auch das Gebäude ist auch wieder schön gemacht mit diesen ganzen Ranken und Blättern und Pflanzen. Hier könnte man noch so eine Absperrung reinmachen. Aber auch das Stationsgebäude wieder toll gemacht. Ist auf jeden Fall ein Inverted Coaster. Wir warten mal auf die Achterbahn. Da ist sie schon. So, wir drücken trotzdem mal Pause, weil, ne, gibt nur einen. Okay. Gibt nur einen Zug. Und wir drücken Vorspulen und warten jetzt, bis los geht. Zweite Achterbahn schon von 7. Müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, denke ich. Das haben wir gleich schon die ganzen Achterbahnen durch. Ich mache natürlich wieder in die Videobeschreibung die ganzen Timesteps rein für die Achterbahn. Dort könnt ihr dann gerne auch rumskippen und euch nur die Achterbahn anschauen. Also, die Achterbahnen sind bis hierhin richtig smooth. Also, Hut ab. Richtig schön. Auch die Themengestaltung. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Hat mir richtig gut gefallen. Es ist tatsächlich auch nur der eine Drop und dann fliegen wir mehr oder weniger alles so flach über den Boden lang, ne? Auch hier am Gebäude und unterm Gebäude vorbei, an der Achterbahn quasi vorbei. Also richtig, richtig gut, dass wir hier noch die Achterbahn kreuzen, die anderen. Also, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Groß Lob. Gefällt mir richtig gut. Gut. Dann wollen wir durch den Ausgang wieder raus. Mich juckt's ein bisschen. So. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie wir jetzt hier langlaufen, aber wir gehen nochmal wieder auf die andere Seite. Hier das Fahrgeschäft. Milchrad. Das ist echt ein cooler Name dafür. Milchrad. Sollen das die Zitzen sein von der Kuh? Haben wir hier das tolle Fahrgeschäft? Ach, mit einem Gebäude reingebaut. Oh, das ist jetzt auch noch kaputt. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie das fährt. Es backt halt so da durch, ne? Da kann man nichts machen, ne? Haben wir hier eine Rodelbahn, ne? Auch nice. Da oben im Berg erwartet uns ja auch noch irgendwas, ne? Ich bin sehr gespannt. Aber so schlimm finde ich es gar nicht, dass das
da so extrem durchbuggt. Ja, okay, das ist wiederum ein bisschen doof. Aber gut, da kann man ja nichts machen. Das ist halt, da will man was verkleiden und das Fahrgeschäft macht einfach nicht mit. Da kann man nichts machen. Aber an sich eine coole Idee. Ach, das ist auch cool. Ja. Es buggt auch durch, aber die Idee dahinter, die ist gut. Die ist wirklich sehr gut. Und dann hier auch ein bisschen mit Backstage, ne? Ach. Dass hier dann noch so ein Wasserrad ist, ne? Gut gemacht. Das sieht man so gar nicht, gell? Lager. Ist hier was drin? Nee. Okay. Drachensturz. Oh, wieder ein wunderschönes Gebäude. Fahren wir mal mit. Ist auch gut was los. Ist wahrscheinlich auch warm. Ja, die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Wie immer in Planko scheint die Sonne. Auch wieder schön, schönes Stationsgebäude. Finde ich jetzt ein bisschen tief alles, aber hier vollkommen in Ordnung. Wir machen Pause. Nee, Pause habe ich gesagt. Und nehmen dieses Floß. Und ja, jetzt haben wir natürlich, setzen wir uns mal so hin. Spulen aber das Ganze ein bisschen vor. Ich glaube, wir nehmen doch lieber die Kamera. Aber hier kann ich halt nicht gucken, ne? So kann ich gucken. Nehmen wir die. Spulen wieder vor, dann kommen wir zum ersten Drop. Sind wir jetzt in der Drachenhöhle. Hier wird trainiert, um den Drachen wahrscheinlich zu töten. Da ist noch mal eine Achterbahn. Kitty Coaster. Mal gleich mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber hier schön mit diesem Gebäude, das ist doch richtig schön gemacht. Das ist eine super Idee. Gefällt mir richtig gut. Und dann nehmen wir noch den nächsten Drop mit. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Ja. Richtig gut gemacht. Schöne Fahrt. Gefällt mir richtig gut. Ich denke mal, das ist jetzt hier auch zu Ende. Aber die macht doch mal schönen Spaß. Ja. Fahren quasi einmal noch hier rum. Erleben hier noch was. Ja, dann ist dann nichts mehr. Gut. Toll, toll. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, und die wollen alle auf Toilette. Boah. Und die ist auch noch dreckig. Ah. Vielleicht kann ich euch helfen. Personal. Na, jetzt hat er. Jetzt bin ich woanders drauf gekommen. Das gibt's doch nicht. Hilfe kommt sofort. So. Jetzt aber. Gleich könnt ihr alle wieder auf Toilette. Aber hier ist auch gut was los. Ist die Oldtimer-Fahrt so schlimm? Boah, ich bin aber auch richtig hingereiert. Eieieiei. So, hier fliegen wir mal durch. Die Oldtimer-Fahrt. Fahren wir hier durch. Da wird schön was gehackt. Und das passt ja auch vom Timing her, ne? Hier kriegt man was zu sehen. Schön gemütlich. Kann man hier lang tuckern. Und hier hinten sind wir immer noch nicht fertig. Flug der Falken. Auch schön mit dem Nebel hier.
mit hier gekämpft. Auch hier schön reingebaut, das Ganze. Toll. Gefällt mir auch gut. Also ist wieder mal ein wunderschöner Park. Verstehe nicht, warum du uns den nicht in die Parkbewerbung reingestellt hast. Ist doch super bis hierhin. Ist doch klasse. Flug der Falken, Ausgang. Der Drachenritt. Dann gucken wir mal, wie wir auf dem Drachen reiten. Auf jeden Fall ist die Q-Line extrem lang und auch voll. Also an diesem Tag diesen Park zu besuchen, ist, glaube ich, schlecht. Keine gute Idee. So, wir sitzen auch schon drinne. Fahren mal hinten mit. Und sitzen auch schon. 16 Wagen. Spulen ein bisschen vor. Und genießen jetzt hier den Kiddy Coaster. Den Drachenritt. Oh, schön durch das Gebäude durch. Ich finde ein schönes Tempo, also für die Kiddies optimal, die erste Achterbahn. Da kann man sich nicht beschweren. Angenehme Fahrt. Sehr, sehr angenehm. Super. Dann haben wir die Achterbahn ja auch schon. Und hier hinten, dann war es das auch, gell? Krass, dass hier hinten noch so viel ist. Das hat man von dem ganzen Parkplatz aus gar nicht gesehen, dass hier hinten noch so viel ist. Aber schön. Und mir gefällt das wirklich sehr gut hier. Der ganze hintere Bereich hier ist ganz toll geworden. Mit den ganzen Gebäuden, das sieht so genial aus. Wirklich sehr hübsch. Also wenn dieser Park wirklich wäre in den Alpen, dann wären auch sehr viele Besucher da. Garantiert. Auch hier, ne? Überall Beschilderung. Aber er ist halt nicht so extrem weitläufig, dass man jetzt sich so extrem gar nicht verläuft. Hier ist dann der Skilift, den nehmen wir nachher mal mit. Pizza-Restaurant und deswegen, jo, muss man nicht so sehr auf die, hier ist die Rodelbahn. Ah, okay. Da muss man dann nicht so, auf die Schilder jetzt achten, ne? Wo bin ich jetzt denn so? Wir hatten schon andere Parks, da sind wir uns schon mal mehr verlaufen wie jetzt hier. Und hier kann man schön verweilen und uns oder man sich die hier die Rodelbahn genauer betrachten. Kann man hier rein, sich was zu essen holen und sich hinten dann auf die Terrasse setzen. Sehr schön. Sommerrodelbahn. Hier springen wir einfach mal hops hops drüber und gucken mal, welchen wir erwischen. Das ist doch perfekt. Den nehmen wir doch. Setzen uns vorne hin, spulen das Ganze vor und fahren die Rodelbahn. Und schon geht's los. Habt ihr denn schon mal gerodelt? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal gerodelt habt. Und wenn ja, wo denn? Würde mich auch mal interessieren. Ich war bisher nur in Österreich mal rodeln, ansonsten... Ah, nee, Quatsch, auch hier in der Gegend, glaube ich. Ja, es war keine richtige Rodelbahn. Es war mehr so ein Plastikding. Aber die Wilde Maus hier als Rodelbahn zu machen, schon eine gute Idee. Auch überall so ein bisschen bremsen, damit das nicht zu schnell wird. Gut gemacht. Bup, bup. Ja, diese Hubbel, ja. Wer kennt sie nicht?
Die Double Hops. Bremsen! Ja. Bremsen, das ist immer. Das steht auch immer bei jeder Rodelbahn. Gut gemacht, tolle Fahrt. Hat Spaß gemacht. Rodel macht echt Spaß. So, das Fahrgeschäft heißt dann Drachenturm. Hot Dogs. Jede Menge. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Junge, 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 wir haben ja richtig viel Schutt gemacht. Habe ich das Gefühl. Wir sind gerade mal. Wo steht's? Ich hab's gefunden. 26 Minuten. Der Zauberexpress. Hat auch schön gemacht. Mit den Blumen hier außenrum. Dann das Fahrgeschäft. Wenn man sich das jetzt hier so ein bisschen von oben betrachtet, sieht das auch aus wie eine Blume. Sehr schön. Wenn das jetzt auch noch fährt. Aber leider müssen wir heute ein bisschen warten, bis das hier alles mal losgeht. Doch, sehr schön. So eine kleine Pusteblume in der Mitte. So, Zauberexpress ist dann der Eingang. Ah, nee, das sind. Ah, okay, magische Blumen. So heißt das Fahrgeschäft. Zauberexpress ist ein ganz anderer Eingang. Aber auch nett, das an diesem Fahrgeschäft vorbeizumachen. Auch wieder ein schöner Erweiterungs. Schöne Q-Line. Ah, hier, ganz schlicht. Ganz schlicht und einfach. Ganz, ganz toll. So, der Zauberexpress. Ich drück mal Pause. Ne, gibt nur einen. Okay. Wir spulen aber das Ganze vor. Bitte einsteigen. Kommen Sie, kommen Sie. Wunderbar. Und los geht's. Oh, rückwärts. So ein Bumerang? Tatsächlich ist es ein Bumerang. Richtig, richtig schön gemacht. Also, der Park gefällt mir wirklich richtig gut. Mir gefällt das richtig, richtig gut, was hier gebaut worden ist. Top. So. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Aber mich würde jetzt mal interessieren, ob es auch einen Weg nach oben geht. Nein. Okay, ich sehe jetzt keinen Weg. Das hätten wir vielleicht noch einbauen können. Dass man mit einem Weg hochgehen kann. Aber ist halt jetzt so, ne? Der Bauer, der hat sich gedacht, nein, hier fahren mit einem Skilift hoch. Das machen wir jetzt auch. Und das ist natürlich der falsche. Wir wollen nach oben. Dann nehmen wir den hier mal mit. Boah. Sind wir aber lang unterwegs, oder? Kann das sein? Zack, zack. Ja, eigentlich wollte ich was anderes machen. Und zwar wollte ich mir die Ansicht wechseln. So. Und habe gedacht, ah, wir sehen gar nichts. Okay. Ich dachte, wir sehen ein bisschen mehr. Weil ich kann mich auch nicht ganz zurückdrehen. Ah ja, schade. Aber hier, ist ja nicht schlimm. So, wir fliegen jetzt aber von hier nach da oben hoch. Und zwar in einen neuen Bereich. Ich finde es aber gut, dass die Besucher es verstehen, hier hochzufahren, weil hier oben halt auch noch Attraktionen sind. Oh, Manning Madness.
Oh, das Fahrgeschäft ist kaputt. Dann müssen wir hier oben mal ein paar Leute einstellen. Du gehst mal da so hin. So. So. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr kaputt ist. Deswegen stellen wir hier mal ein paar ein. Genauso wie die hier. Zack, zack, zack. 4 Stück. Super. So, La Rueda ist dann dieses tolle Fahrgeschäft. Es ist auf jeden Fall ganz. Die Sirene läutet und los geht's. Auch schön hier mit der Ebene, dass es hier auf verschiedenen Ebenen gebaut worden ist. TNT Blast. Auch kaputt. Das ist aber nicht schlimm. Wir gehen trotzdem mal die Q-Line lang. Hier auch ein wunderschönes Gebäude hier für den Skilift. Ganz toll. Ach, und ein Krokodil. Können wir hier uns hinstellen und dann hier auf eine andere Achterbahn gucken. Oh, hier ist nochmal eine richtig große Achterbahn hier oben, ne? Nochmal das Ding. Freefall Tower. Hier ist so ein bisschen mehr der Westen los, ne? Der wilde Westen. Mexikaner. Ganze Mitarbeiter nichts zu tun. Tomahawk. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut, der Park. Auch hier, wie die Achterbahn dann hier mit dem Gebäude zusammengebaut ist. Also, auch dieses Bild hier, ne? Das sieht doch mega aus. Gefällt mir richtig gut. Ganz toll. Bin total begeistert. Mal wieder von so einem Park. Also, was ihr zum Teil hier zusammenbaut, ist schon echt sehr, sehr gut. So, hier fliegen wir mal drüber. Dann kommen wir hier in den Drop rein. Warenentnahme, Storage. Das sind nur Gebäude, ja? Okay. Das sind auf jeden Fall Spritzpistolen. Finde ich gut. Dann geht's hier nochmal den Lift hoch. Und dann zurück in die Station. So, hier ist wahrscheinlich der Fehler. Oder ist der angehakt? Nein, Station nicht blockieren. Immer ganz wichtig. Wenn das eingeschaltet ist, dann läuft das hier auch. So, der Ausgang ist... Da ist der Ausgang. Nun führt hier nochmal ein Weg hoch. Hier rüber. Und dann zu dem Ausgang. Okay, hier ist die Achterbahn. Ist aber auch kaputt. Silver Rush. Gut, das war auf jeden Fall der Ausgang. Jetzt sind wir falsch gelaufen. Wo ist denn dann der Eingang? Saloon, Bank. Das ist der Eingang für die Attraktion. Leather Shop. Silver Rush. Hier haben wir doch den Eingang. Boah, dieser Anblick von dieser Achterbahn gefällt mir richtig gut, ne? Wow. Voll gut. Voll gut. Richtig, richtig gut. Ich sag's nochmal. Richtig gut. Auch hier die Q-Line, ne? Schön gemacht. Cool. So. Mit Launch. Und leider ist sie kaputt. Ich dachte, der Mitarbeiter wird in der Zeit schon hier sein. Oder ist er schon da? Nein, ist er nicht. Dann machen wir es hier einfach so und so.
Mitarbeiter immer an den Ausgang stellen, weil dann gehen die auch rein und reparieren das Ganze. Na los, geh schon. Super. Super. Wir spulen vor. Dann werden die wahrscheinlich erstmal aussteigen. Dip, 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 dip. Der schraubt ein bisschen rum. Guckt nochmal. Alles klar. Dann muss er raus. Und schon läuft das Ganze wieder. So, da jetzt hier eh keiner da ist, machen wir hier das Ganze auf Testfahrt. War auch alles grün, ne? Wow. Ergebnisse. 81 km/h. 369 Meter mit einer kurzen Fahrt. Kann das aber egal sein. Machen wir. Wir setzen uns in die Mitte. Und Silver Rush. Los geht's. Boah, geht direkt los. Ja, cool, ey. Nee. Das ist ein Bumerang. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin bei der Station. Man aus jeder Achterbahn einen Bumerang machen? Ach, krass. Ja, weil ich stand hier, ne, hab das gesehen, aber nicht und dachte, das wäre halt, ja, hier kommen dann die anderen Waggons rein, ne? Aber hier ist dann die Werkstatt. Cool. Ja, richtig cool. Also, nicht nur das Aussehen hier von dem Ganzen, sondern auch die Bahn war wirklich top. Ich denke mal, jetzt können wir sie auch mal aufmachen. Das müssen die Leute hier mitfahren. Die müssen da mitfahren. Also die war echt gut gemacht. Auch hier durchzufahren, da durch diesen Sawmill. Ja, richtig, richtig gut. Wahnsinn. Schöne, schöne, schöne Attraktion. Richtig, richtig toll. So, dann gehen wir durch den Ausgang. Ah ne, da sind wir ja schon, da brauchen wir ja nicht mehr. Da waren wir schon. Dann haben wir ja hier oben noch eine Achterbahn. Das haben wir jetzt alles gesehen. Und dann müssen wir jetzt mal hier rein in The Mining Madness. Wieder eine riesige Queue-Line. Dann, wenn man hier so steht, dann kann man hier oben stehen und sagen, okay, wir haben schon die gefahren, wir haben die gefahren, wir haben die gefahren und die gefahren. Und jetzt fehlt uns nur noch Mining Madness und dann können wir wieder nach Hause oder mit dem Lift runterfahren und mit dieser Bahn und dieser Bahn und dieser Bahn nochmal fahren. Oder wir nehmen Mining Madness nochmal zwei, dreimal mit, sonst muss ich ja mit dem Lift nochmal hoch. Das wäre ja auch nicht so cool. Gut. Dann drücken wir mal Pause. Wollte ich gar nicht. Da, Station nicht blockieren, immer ganz wichtig. So, Zug, diesen Zug und... So, von mir aus kann es losgehen. Typhoon, Achterbahn. Wir waren nochmal lang. Nee, ne? Jetzt muss der echt kommen. Jetzt wollen wir gerade mit der Achterbahn fahren. Der wird jetzt hier nochmal durchgecheckt. Ist nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay. Wir steigen jetzt da trotzdem ein. Weil wir kommen hier aus der Station raus und gehen dann hier den Lift hoch. So. Jetzt muss ich schon aufpassen, das ist Normalgeschwindigkeit, Vollspeed und ab geht's.
Blockbremse. Ah, das ist doof. Das muss man noch mal ein bisschen ändern. Sind drei Waggons wahrscheinlich unterwegs. Ja, Zugzahl 3. Wenn wir jetzt 2 machen, dann fährt die nämlich in einem durch. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis sie einmal durchgefahren ist. Weil dann hält die nicht da an, sondern hält hier an. Dum, 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 dum. Zack. So passt das dann alles ein bisschen besser. Jetzt kann man die nämlich wieder aufmachen. Und ja, so kann sie jetzt wieder in Normalbetrieb gehen. Aber wirklich schöne Fahrt. Wieder ganz toll. Also alle Achterbahnen hervorragend, super gemacht. Auch Theming super getroffen. Ganz toll, auch hier mit dem Turm, ganz klasse. Wirklich schön gemacht. Mir gefällt der Park sehr gut. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kritikpunkte habe ich tatsächlich keine, weil meckern auf hohem Niveau kann jeder. Und das, was du hier geleistet hast für diesen Park und vor allem auch Gebäude sowie Achterbahn, Smoothing, alles top. Brauchst dich nicht zu verstecken. Gerne, wenn du einen Park nochmal hast, gerne her damit. Und in dem Sinne, vielen Dank bei euch auch fürs Zuschauen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo dalassen. Da würden wir uns auch super drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin.